Herzlich willkommen, Leute, zu einer kleinen Partie World of Fishing. Ich hatte euch in meinem Vlog ja erzählt, dass die Anne uns auf ein Spiel aufmerksam gemacht hat. Und wir schauen mal rein, was für ein Profi-Angler ich denn jetzt in letzter Zeit so geworden bin. Ihr habt das Spiel bei anderen Leuten von Troubletown auch schon gesehen. Ebenfalls aufgrund von Anne. Und deswegen schauen wir uns World of Fishing jetzt mal an. Ich habe die Musik ein bisschen lauter gemacht, weil ich die Musik schön finde. So, den ersten Fisch, den wir fangen wollen, haben wir mal direkt nicht an den Haken bekommen. Ja, und er lacht mich hier oben rechts auch aus. World of Fishing ist eine Arcade-lastige Fishing-Simulation. Okay, jetzt habe ich Arcade und Simulation in einem genannt. Man erstellt sich einen Angler, man kann ihm verschiedene Klamotten kaufen, so wie ich es hier getan habe, sehr schön anzusehen. Und diese Klamotten haben unterschiedliche Attribute. Man benötigt Ausrüstung wie dieses Boot inklusive Sprit. Ja, da habe ich aber noch genug von. Und ja, Angelschnur, Köder, Energy Drinks, damit man ja auch lange weiter angeln kann. Und wir sind hier gerade in einer Online-Lobby im Free-Mode. Ja, wir zocken hier gerade Just for Fun. Es gibt auch noch so Team-Battles und auf meinem Server ist noch ein anderer Dude. Und jetzt habe ich hier so einen Fisch an einem Angler, aber das ist ein kleiner, den ziehe ich direkt raus. Deswegen, der war gar kein Problem für mich. Wir werden uns gleich oder später auch noch an größere Fische wagen. Der war hier Level 10, ein Javelin Goby und ihr seht, der ist nicht besonders schwer, ja, 0,1 Kilogramm und 10 Gramm bei 30 Zentimeter, ist aber auch ein schöner Fisch. Ja, wir können den jetzt hier wieder ins Wasser schmeißen, das machen wir auch. Ja, hier, da hinten verscheucht einer meine Fische. Der da, da fahre ich einfach weg mit meinem Boot und ja, schauen wir mal nach größeren Fischen, da an der Lagune. Da kann man bestimmt was Gutes fangen. Es gibt immer unterschiedliche Orte, wo man natürlich auch unterschiedliche Fische fangen kann. Es gibt auf der Map ganz, also es gibt auf der Welt ganz viele Orte, an denen man hier angeln kann. Es sind für unterschiedliche Levelbereiche. Man kann Lobbys erstellen, wo bis zu 8 Spieler reinkommen können. Wie gesagt, entweder im Team Battle oder in einem Free Mode. Momentan mache ich einen Free Mode. Hier könnten auch 8 Leute zusammen angeln. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das Game einfach mal anschaut. Einfach auch, um der Anne einen Gefallen zu tun oder vielleicht den Angler in euch zu wecken. Damals habe ich sogar recht oft Angelspiele gespielt, auf der PlayStation 1 noch. Ist wirklich also ewig her. Ansonsten habe ich hier absolut keine Ahnung mehr. Und das ist auch natürlich nicht mein Metier, aber es kann doch mal ganz gut sein. Der Aquarius, der fängt die ganze Zeit Fische. Das ist doch gefaked. Oh, ich wollte an dem Stein angeln, aber das darf man nicht. Zu nah an dem Felsen. Hier, wo ich bin, kann ich leider nur diesen Köder benutzen. Ich habe extra noch mega Special Köder. Ja, man könnte auch Eier angeln. Nein, man kann auch Haie angeln. Und das schaffe ich aber, glaube ich, mit Level 25 noch nicht. Ich glaube, es geht bis Level 60 hoch. So, jetzt erstmal schauen, dass wir noch einen schönen Fisch hier an die Angel bekommen. Ich glaube, der McManus hat das schon gespielt, der Sachse, auch die Shigo. Ich verfehle wieder den Fisch, bin nicht so stark heute. Man kann auch die Kamera wechseln, und zwar unter Wasser, aber irgendwie klappt das nicht mehr gerade. Also, dass man das hier, ich kann auch nicht weiterwerfen, liegt das an meiner Angel? Mal schauen. Wir haben ja hier ein bisschen Zeit, ja, wir chillen hier mal eine schöne Runde. Ich zeige euch gleich auch noch den Shop. Denn dort habe ich ja mein cooles Outfit gekauft. Man muss am Anfang so einen kleinen Swing machen und deswegen habe ich meine Maus immer oben rechts. Ich weiß nicht, ob das so praktisch ist, aber auf jeden Fall, wenn ich sie hier habe, kann ich den Swing nicht schnell genug machen. Ich glaube, je früher man swingt, desto besser ist es, diesen Fisch an Land zu ziehen. Jetzt habe ich ihn nämlich. So, und das Problem habe ich öfter und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hatte keine Ahnung, woran es liegt. Ich konnte keine Schnur geben. Aber wir haben hier einen Hexagramos Agramos. Er ist 25 cm groß und wiegt wenigstens einen halben Kilo. Ja, immerhin. Wir haben keinen Swing gemacht. Wir haben ihn noch nicht gestunt. Das möchte ich eigentlich auch noch zeigen. Aber den packen wir mal ein, denn wir brauchen ja heute Abend auch was zu essen. Ich schaue mal kurz in mein Inventory, ob ich hier auch einen anderen Köder nutzen kann. Das sind meine Köder, die ich gekauft habe. Und unten würdet ihr sehen, ob das funktioniert oder nicht. Ist rot, ist rot, ist rot, ist rot, ist rot. So, das heißt, ich kann leider nur den Standardköder hier benutzen. Wir werden aber natürlich auch noch die Location ändern. So, wir werfen ja die Angel ein.
Und jetzt könnte man, glaube ich, hier halt die Kamera ändern. Aber das geht leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Im Trainingsmodus ging's. Weil da konnte man so unter Water gehen und gucken, wenn einer anbeißt. Man wartet natürlich hier, bis einer anbeißt. Ich zeige euch nur kurz. Ich versuche immer das System zu sagen. Wir haben auf jeden Fall gehittet. Und ich kann ihm halt keine Schnur geben. Und ich weiß leider nicht, woran es liegt. Jetzt! Und wenn das da in diesem Bereich zwischen diesen beiden Haken ist, ja, dann kann man so einen Swing machen und dann zieht man den schneller ran. Warum ich nicht immer Schnur geben kann, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine linke Maustaste nicht geht. Denn eigentlich musst du nur die linke Maustaste gedrückt halten. Ein Armor Clawed Rockfish. Ja, wir sind ja auch nur bei Level 11 Fischen. Das ist natürlich auch scheiße, ja. Wir brauchen bessere Fische. Wir brauchen bessere Fische. Deswegen gehen wir hier raus. Ich hätte hier noch übrigens 1 Stunde 50 angeln dürfen. Hier ist übrigens der Raum, die hier offen sind. Und die Fische sind aber ein bisschen zu schwach für mich. Ja? Die sind nicht so gut. Das hier ist eigentlich, glaube ich, ganz gut. 16 bis 35. 21 bis 40 ist, glaube ich, zu krass. Ja, da kommen zu oft hohe Fische. Ich glaube, 16 bis 35 ist ganz gut. Ich schau mal hier rein. Hier ist auch so eine Lobby offen. Oh, Level 38er und Level 32er Menschen fischen hier gerade. Die haben eine Fahrerin? Kann sich ja auch Fahrer kaufen. Auf jeden Fall, hier seht ihr gerade, wer in der Lobby ist. Und dann drückt man auf Start. Und dann gibt es einen kleinen Ladebalken. Und dann sind wir auch da. So, die sind da hinten. Und die kennen sich ja wahrscheinlich schon ein bisschen besser aus. Deswegen düsen wir auch erstmal los. Ja. Und da sieht man, ja, da war ein kleiner Fisch hier gefangen. Wir können auch mal schauen, ob wir hier andere Köder. Oh, den Chat wollte ich nicht. Ob wir hier andere Köder reinkriegen. Immer wenn da steht, the fishing spot has changed, kann man, glaube ich, andere Fische an diesem Ort fangen. Deswegen sind die, glaube ich, auch da hinten, ja. Ihr seht oben rechts, es könnte eine kurze Anzeige sein, was man hier so catchen kann. Level 1, Level 38. Also ich glaube, das sind so wie optimal. Die Fische sind grau, ist zu niedrig. Grün ist okay und rot ist zu hoch. So kann man das vorstellen. Deswegen, wir fahren mal so ein bisschen in die Richtung. Das kostet natürlich auch ein bisschen Sprit, ne? Muss ich schon sagen. Also da, wo ihr da hinten angelt, Alter, wie soll ich denn da hinkommen? So, hier ist der Spot übrigens. Und das ist ziemlich geil. Man hat ja auf jeden Fall genug Platz. Teleport. Okay, ich habe kein Item, um zu teleportieren. Übrigens, das Symbol kennen wir alle. Aber wir angeln jetzt mal hier. Wir checken mal, ne, ob wir dann einen Köder nutzen dürfen an der Stelle. Jetzt habe ich ein anderes Face genommen. Okay. Der Köder würde gehen. Der auch. Ich nehme mal hier so einen Köder, Alter. Das ist hier so ein etwas größeren. Er zieht hier Crazy Earl, hat hier so einen dicken Fisch rausgedrückt. Das ist hier Rüssel und Oberkörper gewesen. 1:30 ist dieser Angelausflug hier noch in Asien. Ja. Oh, diese Trompeten, ne? Das ist schon ziemlich schick. Wie gesagt, der Link zum Game ist in der Videobeschreibung, ist natürlich free to play. Mich würde es freuen, wenn ihr es einfach nur mal anschauen würdet. Auch um unseren Trouble Town diesen kleinen Gefallen zu tun. Deswegen schauen wir hier auch mal rein. Die Musik ist genial. Hoffentlich beißt hier mal einer an. Es wird ja gerade. Also das Wetter ändert sich sogar krass. Da habe ich einen. Oh nein, ich habe ihn gemisst. Guck ihn dir an, wer da oben lacht hier unten in der Kamera. Leider ist hier die Biki da drüber. Deswegen mache ich die mal weg. Dann sieht man den Fisch besser. So. Wir versuchen es nochmal. Oh, guck mal, ich kann weiterwerfen diesmal. Weiterwerfen ist immer besser. Okay, es sieht, glaube ich, nur so aus. Und hier weiß ich nicht, ob ich was falsch mache. Muss ich den erst ein bisschen zappeln lassen oder muss ich direkt ziehen? Vielleicht muss ich auch zappeln lassen, ja? Was sagen denn die Fischexperten unter euch? Muss ich den da erst richtig reinbeißen lassen? Ich muss aber nur noch 15 Haken. Ja, das ist ein Problem, sag ich euch. Das ist kein gutes Zeichen. Okay, wir lassen ihn mal hier kurz und zack, wir haben einen. Oh Gott, aber ich kann wieder nicht ziehen. Da hatten wir ihn. Oh! Yes! Oscillate Spot Skate. Alter, ist hier so ein Rochen. Ja? Ein Kilo schwer. Den packe ich in die Tasche. Den packe ich ein. Ich werde es nochmal versuchen. Ich musste gerade kurz Push to Talk loslassen. Ich glaube, Push to Talk hat damit zu tun, dass ich nicht ziehen konnte. Hier sehen wir, auf welchen wir gecatcht haben. Ja. Dann habe ich jetzt in meiner Wiki drin. Das ist mir nicht entkommen, der Lümmel. Ich habe auch eine Fahrerin bekommen. Schönen guten Tag. Im Tutorial war alles so viel einfacher. Hier.
Alter! Guckt euch das Monstrum an im Vergleich zu dem. Das wäre ein Fang gewesen. Es regnet. Da haben wir natürlich die richtigen Klamotten an. Crazy Earl ist auch gegangen. Im Regen angeln macht er nicht gerne. The Crazy Earl. Und Sage 13 pullt hier so ein paar kleinere Fische, ja. Man muss natürlich warten, bis der Schwimmer komplett unter Wasser ist, um mal hier auch so ein paar Knowledge-Sachen zu droppen. Weil dafür bin ich ja bekannt im Fisch. Im Fishing-Spot, ja. Nur warum das mit dem Ziehen mit der linken Maus nicht klappt, das weiß ich noch nicht, aber das werde ich rausfinden. Ich werde jetzt nämlich gleich versuchen, gar nichts zu machen, außer linke Maus zu drücken, wenn ich nochmal einen Fisch ranbekomme, da habe ich einen. Okay, seht ihr das? Und dann kannst du hier so einen Swing, ja? Und dann, Alter, den ziehe ich richtig raus und habe ihn sogar gestunt. Ja, die Krabbe hatte natürlich keine Chance, ne? Hier, zweimal hier einen Swing und einen Stun habe ich rausgehauen und habe hier eine Krabbe gezogen, Alter. Und die packe ich aber wieder rein, denn das ist nicht so meins, ne? So, hier links waren die Krabben. Aber die habe ich gezogen. Und genau so, wie ich es auch wollte. Das wird auch wieder schön. Schauen wir mal hier durch. Hier muss die Krabbe ja bei sein. Und das ist die Krabbe eine Niede. Da ist sie. 13 bis 18. Crap. Aber ich will hier von denen will ich einen haben, ja. The Japanese, Spanish, Mackerel oder den Flatfish. Den gönne ich mir jetzt noch, ne? Und ziehen. Das wäre wieder ein Rochen gewesen. Ich nehme einen Köder, ja. Oh, entschuldigt bitte. Einen anderen Köder braucht das Land. So. Hauen wir mal den hier raus. Dann ziehen wir auch andere Fische. Vielleicht fahren wir auch gleich nochmal ein bisschen durch die Gegend. Ja, cruisen ein bisschen. Oh, die Musik, die spanische. Da kommen Rochen. Wie gerne ich jetzt die Kamera wechseln würde. Vielleicht im nächsten Part. Und jetzt aber. Oh, come on! Das ist doch so einer. Das ist der hier. Den wollte ich haben. Was habe ich falsch gemacht? Er kämpft hier gerade, der Sage, der zieht gleich wieder einen raus, der Lümmel, ne? Ich kann noch 10-mal hier reinschmeißen. Man kann auch Waffen, Alter, ich bin sowas von durch. Man kann auch Gegenstände upgraden, also wie zum Beispiel die Angel und hier meine Slappy Reel, also die Schnur. Also die Schnur, die Slappy Line, die Reel ist das Ding, womit man das ranholt. Und der Sage, der hat den dicken Fisch am Start und wir haben schon wieder... Ich hätte warten müssen. Ich muss warten, Leute. Alter, ich muss warten, bis das Ding... Was ist das? Oh, das wäre der andere gewesen. Das wäre der Flatfish. Im Tutorial war ich richtig stark. Ich glaube, ich habe alles vergessen, was mir in der Schule beigebracht wurde, also in der Fishing-Schule. Trotzdem... Da mich hier keiner beobachten kann, außer der Sage, ja, und der hat gar nicht so viele Punkte mehr als ich, werde ich hier einfach trainieren. An meinem bekannten Fishing-Spot in Asien. Ich warte jetzt. Jetzt ziehe ich ihn. Okay. Die Krabbe, das ist voll das Monstrum. Wir fahren hier mal weg, hier sind mir zu viele Crabs. Hier sieht man nochmal schön meinen Charakter. Wir fahren mit 35 km/h übers Wasser. Schauen wir mal, was für Fische sich so in der Nähe des kleinen Turms verbergen, tauchen, unter Wasser aufhalten. Eine neue Fishing Area, Alter, und hier geht die Party ab. Das ist meine Area. Hier sind 3 Grüne. 4 Grüne. Hier machen wir das. Hier bin ich goldrichtig. Fisherman's Friend. Man kann auch hier eine Gilde öffnen. Ja, oder eine Gruppe. Sage pullt hier einen nach dem anderen. Der hat den Dreh raus. Ich guck, den Korean Rockfish hat er geholt. Wir warten kurz. Und jetzt! Ich hab ihn! Oh, Alter, jetzt gibt's einen Fight! Nein, ich wollte nicht... Ziehen! Oh,
Jetzt hängt da wieder. Muss ich die Seite wechseln? Zieh. Schnur geben. Ja, ewig hier. Den mach ich fertig. Und jetzt. Oh, ich habe keinen Swing Stamina. Oh, da zieht er ihn ran. Den Spotted Sea Bass. 1,1 Kilo. 30 Zentimeter. Den mach ich mir heute Abend fertig. Zack, das war einer von den neuen. Ja, ganz schön easy, ne? Wie ich den Rang geholt habe. Was bedeutet das hier eigentlich? Achso, meine Fische, die ich gepolt habe, ja. Kann ich auch in so einen Wassertank und einen Tank tun und releasen. 25 Fische kann ich übrigens mitnehmen in meiner Box, dann müsste ich heim. Und jetzt, gut. Und direkt einen Swing. Direkt noch einen Swing. Alter, den mach ich. Und jetzt, gib ihm. Alter, jetzt hat's perfekt geklappt. Und ranziehen. Bonefish, ja. Bam. Der Digga, keine Chance. Nehme ich auch mit. Ich nehme alle mit jetzt hier. Hier, Nordasien, Northeast. Alter, hier läuft gerade bei mir. 410 Points schon. Da habe ich zwei dicke Fische an Land geholt. Wir gucken gleich nochmal nach einem anderen Köder, ja. Am Anfang fängt man natürlich klein an, man kämpft mit so ein paar mickrigen Fischen. Ja, man kann auch einen. Ja, Heat. Jetzt geht's zum Beispiel wieder nicht, warum? Ja, jetzt. Und zack! Zack! Swing, Baby! Die Krabbe, die macht's ein bisschen schwerer. Ja, hey, kannst du wieder reinschmeißen, die Kacke, ne? Hier die. Ja, zum Leuchtturm hin. Zum Turm hin. Ich weiß nicht, wie es mit Angelspielen momentan so aussieht, ja, von der PlayStation 1 damals, da gab es auch eher so Arcade-lastige und lustige Games, da fällt mir spontan The Fisherman's Bait ein, ja, das habe ich hier immer gespielt und ich denke, dass sowas ganz beruhigend sein kann. Ich glaube auch, dass solche Spiele wieder eine Community haben, ja, Alter, es gibt einen Fall, guckt euch die drastische Mugge an, ey, und den Zimmer. Oh, das war kein guter Swing, glaube ich. Hol ran! Okay. Easy. Den zieh ich locker rein diesmal, ne? Oh, den brauche ich! Yes! Ein Bonefish. Der kam, Alter, der wollte das Boot kentern lassen. Das habt ihr nicht mitbekommen, ja. Den packe ich ein. Und jetzt fahre ich nach Hause. So, ich gehe jetzt. Ich habe die Roomzeit erhöht. Shit, ich wollte eigentlich exiten. Ja, aber da steht Extend. Ich bin ein Horst. Hier ist auch eindeutig das Symbol. Mit der Fisch geht nach Hause. Nein, ich muss hier drauf drücken. Und dann sehen wir, was wir gecatcht haben und so weiter. Und dann closen wir dieses Menü. Und jetzt sind wir hier bei uns. Dann geht's ins Inventory. Und da, das wollte ich schauen. Hier sieht man nämlich die Fische, die wir gecatcht haben. Könnte ich alles selecten und dann verkaufen. Wird ein bisschen Geld geben, das mache ich natürlich. Ja, dafür bekomme ich 2.396 Shells. Und mit diesen Shells hätte ich natürlich gerade, wie ich es halt gekauft habe, die Fishing-Zeit erhöhen können. So. Ich hätte sie auch ins Aquarium packen können, glaube ich. Das ist nämlich hier. Ja. Hier können 50 Fische rein. Und die könnte ich hier aus meinem Live-World könnte ich rausholen und könnte in den Tank tun. Und das könnte man dann auch als Screensaver machen. Das ist ziemlich nett. Ja, das muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich ziemlich nett. Und ja, ansonsten gibt es noch hier diesen Team-Mode, der Versus-Mode. Fight against other players to catch the biggest or the most fish. So, das wäre natürlich noch das andere, was man halt machen könnte. Ansonsten gibt es auch Quests hier unten rechts. Da kannst du dir einen Questgeber aussuchen. Jenny sieht natürlich sehr, sehr nett aus, ja, als Questgeber. Und die gibt einem Lucky Coupons. Und Get 5 Lucky Coupons. Ah, nein, die muss man holen. Es gibt Daily Quests. Ja, dann fangen wir bei Peter an. Das ist ein klassischer Dude.
Reach Level 1, Reach Level 6 und so weiter. Das haben wir alle schon, deswegen können wir hier einfach einheimsen, denn das sind wir bereits. Ja, Level 11 erreichen, das sind so diese Basic Quests, ja, Szenario Quests sind das. Und dann gibt es aber auch diese General Quests, das sind einmalige Quests, zum Beispiel 3 japanische Jack McCrails fangen und Events und Daily Quests. Aber der hat keine Daily Quests, der hat aber dafür diese Event Quests. So, Level 20 sind wir natürlich auch schon, Level 10 auch, das hat er hier auch nochmal gehabt. Ja, Level 10 sind wir auch, so. So, Catch Blue McCrails. Und das sind die Sachen, das habe ich alles schon aus Versehen immer gemacht, weil das war nicht besonders schwer. Das waren ja diese Basic-Fische am Anfang. Aber hier ist es dann schon etwas anders. Level 11 erreichen. Oh Gott, wo sind sie denn? Wir hatten gerade Daily Quest gesehen bei einem. Der hier sieht auf jeden Fall aus, als wenn er ein paar höhere hätte. So. 10 Fische fangen innerhalb eines Tages. Oh Gott, das sind alles so ungünstige Quests gerade. So, hier könnte ich die Quest annehmen, ja. Das wäre so ein Team-Battle gewesen. Jetzt müssten wir doch eigentlich unsere Quest irgendwo anschauen können. Und dann müsste man die halt absolvieren, dann könntest du die abgeben. Das ist das Klassische. Warum das gerade bei mir so aussieht, dass ich das alles... Hier, da, das wäre zum Beispiel eine Quest, die würde ich ganz interessant finden. Ein Chinese Bahaba in den Tank packen. Und dann, also in unseren Tank gibt dann 60.000 XP. So levelt man übrigens auch wesentlich schneller als mit normalen Angeln. Also die Quests zu machen wäre schon wichtig. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat und ich mich hier trotzdem unbeholfen mit dem Quest-System auseinandergesetzt habe, denn ich muss ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Hier, wir hatten keinen Red Sea Bream. Jetzt nehme ich die an. Ha, jetzt ist sie noch rot. Sehr schön. Weil sonst, ich könnte nämlich immer alles irgendwie receiven oder so, dann habe ich es doch verstanden. Jetzt müsste ich irgendwo meine Quest halt auch sehen können, wenn ich das richtig verstehe. Auf jeden Fall, die ist ja nämlich noch nicht fertig. Ah, genau, die haben wir jetzt, ne, aber ist noch nicht abgeschlossen. Ich könnte jetzt aufgeben. Man braucht da hier einen Seabass und eine Seabring. Genau, wunderbar. Aber die gebe ich jetzt erstmal ab, denn ich will vorne anfangen beim nächsten Mal. Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr selber spielen wollt, Link in der Beschreibung. Und schaut auch mal bei den anderen Trouble Townies vorbei. Die haben das Spiel auch bereits gespielt, zumindest einige davon. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.